Der Walter Scheel-Preis existiert seit dem Jahre 2011. Walter Scheel war derjenige, der die internationale Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit in den Mittelpunkt der Politik gerückt hat. Deswegen wird der Preis vergeben für Leistungen mit großer Bedeutung für die globale Entwicklung und insbesondere auch für das Aufholen von Entwicklungsländern. Jim Chakravarti kriegt den Walter Scheel-Preis, weil er ein liberaler Vordenker ist, weil er jemand ist, der offen ist für neue Ideen, dessen Kopf rund ist und damit die Richtung des Denkens auch mal ändern kann. Er hört auf Argumente, er ist jemand, mit dem man tolle Debatten führen kann und er kommt immer wieder mit der einen neuen Idee und der einen neuen Frage. Er ist jemand, der nicht nur Debatte, sondern auch das Denken der Leute voranbringt. Heike Wiebe beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit Solarenergie eine zentrale Rolle spielen kann und soll in der Weltenergieversorgung in den nächsten Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten. Deswegen geht es darum, und damit hat sich Herr Heike Wiebe mit seinem Fraunhofer-Institut zur Erforschung der Solarenergie beschäftigt, wie wir es schaffen, die Transportprobleme bei der Solarenergie zu lösen und wie wir die Effizienz in der Speichertechnologie auch noch verbessern. Es geht nicht darum, Solarmodule nach Afrika zu schicken. Es geht darum, Technologie, Fabriken, Ausrüstung dorthin zu schicken und dort gemeinsam mit lokalen Wissenschaftlern fertig zu entwickeln für die lokalen Gegebenheiten, um dafür zu sorgen, dass der Kontinent sich selber mit Energie versorgen kann und sogar dann als Exportnation, als Exporterteil der ganzen Welt helfen kann. Diese Herausforderung, vor der stehen wir, die Aufgabe der Nachhaltigkeit und die Aufgabe der Transformation unserer gesamten Welt, unseres Wirtschaftssystems auf Nachhaltigkeit, halte ich für die größte Menschheitsaufgabe unserer und der nächsten zwei, drei Generationen. Wir reden über das Jahr 2100. Ladies and gentlemen, I'll start by saying that I know that we come from a background, especially the last 10 years, where it's been argued that the world is flat. And I'd like to present you the argument that the world is not flat. The world is full of valleys and mountains. It is the ruggedness of the world that has spurred humanity to evolve tools, navigation skills that increased connectivity through culture, commerce, and technology. And development cooperation is one of the tools we use in this not so flat world.